So, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird das mal was anderes. Und zwar dachte ich mir, nach dem letzten, meiner Meinung nach verkorksten Video mit dem Zelt, muss ich diesmal ein bisschen was machen, was die Basics betrifft. Und da habe ich mir gedacht, um ein Zelt aufzubauen oder um es standfest zu machen, braucht man zwingend Heringe und natürlich einen Hammer. Deswegen habe ich hier einen Hammer. Und diesen Hammer werden wir heute einfach zeichnen. Ich habe mir da so mal eine andere Art, mal eine andere Methode überlegt, wie man sowas zeichnen kann. Wenn wir das Ding jetzt hier so live haben und ja, wir möchten das jetzt gerne so ungefähr in Originalgröße und möchten auch nicht lange gucken und vergleichen mit diesen ganzen Abständen und so, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn wir das jetzt einfach mal so positionieren. Dann gehen wir hin, jetzt muss ich mal so schräg drüber gucken. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Dann markiere ich mir hier dieses Ende. Dieses Ende. Hier zwischen ist diese Rundung, die hinten abschließt. Hier ungefähr ist der, der Bereich, wo die Schräge nachlässt, also die, das Dreieck. Da fängt der Stiel an und hier endet der Stiel. Jetzt hätten wir im Prinzip einen Hammer. Ja, fertig. Jetzt gehen wir nämlich hier hin und sagen, okay, wir möchten das Ganze, keine Ahnung, so haben. Und hier kommt jetzt die, Moment, das war das, ja okay, die Schräge hin. Das sieht dann so aus. Im Prinzip ist das jetzt die Oberfläche, praktisch die Basis, die Grundfläche, von der wir jetzt hochzeichnen würden. Ist ein bisschen so kreuz und quer auf dem Kopf, aber man kann es halt auch andersrum machen. Jetzt stellen wir uns nämlich vor, wir halten den Hammer so und gucken praktisch, also so leicht von oben drauf. Stimmt? So? Ja. Und das hier liegt jetzt auf dem Blatt. Das heißt, unser Fluchtpunkt liegt irgendwo da. Und wenn wir von hier hinten hierhin zeichnen, dann sieht das ungefähr so aus, dass das hier, da, 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 hier und da sich öffnet. Und wenn wir das Ganze dann hier und hier schließen, haben wir im Prinzip die Oberfläche des Hammers geschaffen. Wenn wir das Ganze jetzt in die Tiefe zeichnen, die wir das gerne hätten, also hier unten, würde ich sagen, gut, hier vorne ist jetzt die Spitze. Hier kommt das. Also hier wäre es jetzt eigentlich ungefähr also so, damit man es mal deutlich sieht, wie das in die Tiefe geht. Und hier in der Mitte so. Wäre demnach ungefähr hier abzuschneiden. Und da hier diese Rundung ist, also ich male hier eine Kugel rein, damit man jetzt nicht so eine halbrunde Ecke hat, sondern wirklich so eine Kugel wie so ein Gelenk. Um das kommt diese Linie rum und fügt sich wieder hier unten ein. Jetzt hätten wir den Hammer. Und dieser Hammer geht jetzt eindeutig hier in diese Tiefe. Ich habe das jetzt so gemacht, damit ich alles vernünftig auf ein Blatt kriege. Das sieht dann immer schöner aus als jetzt so im Anschnitt. Da wäre jetzt der Stiel noch, der hier drauf kommt. Aber wo kommt der hier hin? Und das ist halt auch meistens so ein Problem. Wo zeichne ich den jetzt hin? Im Prinzip sehe ich das jetzt nur so. Jetzt könnte ich wieder hergehen und sagen, okay, ich zeichne den Kasten jetzt hier einfach transparent. Das wäre dann so und so und so. Hier kommt der dahin und hier wäre das so. Dann wüsste ich jetzt, okay, wenn sich das hier überträgt, dann wäre das da unten irgendwo. Gucken wir uns das jetzt hier nochmal an. Das ist, ach scheiße, jetzt ist es schlecht mit dem Fokus. Also, das ist ja hier so ein Oval. Das heißt, dieses Oval muss da rein. Das heißt, wir machen, also die Linie stört jetzt hier ein bisschen. Vergessen wir gerade mit dem Transparentzeichnen. Das, das, das und das sind unsere Eckpunkte. Die verbinden wir mit einer Diagonalen. Dadurch erhalten wir den perspektivischen Mittelpunkt. Der wäre jetzt hier. Auf dieser Linie zeichnen wir einfach den oder die Ellipse, die den Stiel praktisch darstellt. Und damit hätten wir das Ganze jetzt also ein bisschen abrunden, weil das in den Ecken dann nicht ganz so, ja, passt schon. Gut,
Das wäre der Stiel. Und der Stiel, den können wir jetzt einfach von den Eckpunkten im Prinzip übertragen. Wo der hier unten rauskommt, interessiert uns jetzt so nicht, weil die Ecken sind ja vorgegeben. Er muss jetzt nur zwischen den Linien liegen. Das heißt, das... Ja, toll. Ganz toll. Mist. Ja, jetzt habe ich auch gerade nichts greifbar. Aber wirklich nichts. Das darf doch nicht wahr sein. So. Da gehen die Linien hin. Hier gehen die Linien hin. Das ist jetzt etwas stark von der Perspektive. Den hier außen vergessen wir mal, denn der wäre, glaube ich, eher so. Das heißt, packen uns das und das und dann sehen wir, okay, da unten treffen sie sich. Das war jetzt nur so als grobe Richtlinie. Deswegen ziehen wir das jetzt einfach hier mal so raus. Und den hier ebenso. Ich werde jetzt hier keine gerade Linie ziehen, wie ich das sonst mache, weil ich jetzt irgendwie gerade so einen Zittrigen habe. Muss gleich direkt los. Ich habe nur noch 5 Minuten. Und habe noch nicht gegessen, Knurren im Magen. Und ja, muss gleich erstmal ein Schlückchen trinken. Ich würde sagen, wenn ich mir jetzt so grob angucke, ja, ist das Ganze doch ein bisschen verrutscht, aber egal. Beenden wir das Ganze mal hier unten. Ja, das reicht. Zur Not ist es ein Fäustling. Dann passt das schon. Dann machen wir das mal so. Und hier. Und hier. Das wäre im Prinzip die Begrenzung. Dann haben die Hämmer ja meistens noch so ein, wie nennt man das, so eine Verjüngung an der Stelle. Sagen wir hier ungefähr. Und man sieht, okay, da kann man jetzt, da sollte man anfassen. Und dieses kleine, diese Verdickung ist dafür gedacht, dass sich das Ganze halt, dass man halt da drunter anfasst, also höher sollte man nicht, denke ich zumindest. Zumindest liegt es so gut in der Hand. So, das wäre das. Im Prinzip haben wir jetzt hier, das ist der, die hintere Schräge, also da, wo es abgerundet ist. Vorne ist die Geschichte und da kommt das rum. Im Prinzip wäre das auch schon alles. Jetzt können wir nämlich hergehen, jetzt haben wir diese Grundform erstellt, diesen Körper. Und jetzt sagen wir, diese Linie mache ich mal etwas vorsichtig, weil die müssen wir nachher wieder verschwinden lassen. Da gehe ich mal etwas näher drauf ein dieses Mal. Das Ganze kolorieren wir gleich noch. Oder für mich später. Ich muss erstmal ein bisschen los, ein bisschen was machen und dann komme ich gleich wieder und dann setzen wir uns hier mal an die Kolorierung, weil das, also der Stiel ist Eschenholz, bei den meisten Hämmern halt, das ist sehr widerstandsfähig, hartes, schönes Holz und auch mit einer harten, kräftigen, kontrastreichen Maserung. Und die kann man hier wunderschön draufbringen, muss man auch schön rumzeichnen um den Stiel, damit das halt vernünftig perspektivisch aussieht. Ja, ich denke mal, das lasse ich jetzt einfach mal so und würde sagen, bis gleich. So, und wieder da, ein paar Stunden später. Ich habe mir das hier gerade mal angeguckt. Ich verstehe gerade nicht, was mein Vorgänger hier für einen Mist gemacht hat. Der Hammer ist ja viel zu groß im Vergleich zum Stiel. Jetzt möchte ich das ganz gerne ändern. Ohne gleich alles wieder wegzuradieren und neu zu machen. Im Prinzip ist es ganz einfach, solange wir uns jetzt an diesen Stiel halten, weil der immer noch die Mitte ist, generell hier vorne muss mehr Abstand sein als hinten durch die Verjüngung. Das heißt, je weiter das nach hinten geht, desto schmaler werden die Abstände. Das heißt, wir müssen eigentlich nur darauf achten, dass wenn wir hier hinten etwas wegnehmen, dass wir hier vorne etwas mehr Platz lassen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt das bis dahin machen und das hier vorne bis hier, dann muss der Abstand kleiner sein als der hier vorne. So. Und jetzt könnte ich im Prinzip hergehen, also die Länge, die passt, die möchte ich ganz gerne nehmen, aber im Ganzen ist der zu klobig. Das heißt, ich übernehme jetzt diese Schräglage auch, ziehe das einfach bis zum Ende. Und macht das hier wieder schräg. So. Jetzt habe ich das wegradiert. Eigentlich nicht so toll, aber ja gut. Was soll man machen?
theoretisch. Naja, machen wir es im Ganzen kleiner. Ich hatte nämlich gerade überlegt, wie das denn aussieht, wenn man das da so belässt, aber das wird im Ganzen zu groß. So, jetzt machen wir nämlich hier die Kugel wieder neu. So, und wie ihr seht, war das eigentlich kein Problem. Also man kann so ein Objekt auch noch verändern, auch wenn es schon ausgemalt ist, sage ich jetzt mal. So sieht das aus. Jetzt werde ich das einmal fix konturieren, damit wir das haben. Ich mache das immer ganz gerne mit Kontur, weil dann erkennt man das besser und das passt, glaube ich, ganz gut. Das wird dann so ein bisschen rau und nicht direkt used, aber es sieht halt nicht so nagelneu aus wie geleckt und mit einem Laser geschnitten, sondern das braucht hier und da was abgeschlagen. Und ich habe so viele von den Stiften hier, die muss ich auch mal benutzen. Jetzt mal eben wegradieren alles. Jetzt sieht's so aus. Jetzt überlegen wir uns hier mal eine Maserung. Wie sieht denn so ein Hammer überhaupt aus? Also die haben ja, was immer sehr schön sich darstellen lässt, ist sowas hier, wo die Maserung halt nach außen geht und dann werden die Ringe immer größer. Hier in der Mitte haben wir meistens nur gerade Linien, die komplett einmal durchgehen. Und hier an den Seiten halt, der öffnet sich, also da ist die Maserung halt aufgeschnitten. Da kann man praktisch reingucken. Das heißt, an diesen Stellen, an diesen kleinen Hügeln hier, da müsste man dann eher sowas haben und hier zwischen ganz normal gerade. Dann tasten wir uns mal langsam dran. Darauf achten, dass die Maserung wirklich rumgeht. Also nicht irgendwie hier so einfach spitz da dran und dann abschneiden, sondern die geht leicht rum, um die Säule. Das sieht sehr schnell sehr komisch aus, wenn man da so spitze Kanten hat. Außer, also jetzt kommt auf an welcher Stelle, aber in den meisten Fällen ist es eigentlich schön rund, weil das geht ja wirklich dann rum. Und das macht dann eine Menge aus. Gut, hätten wir das. Oben drin, da ist hier noch so ein Ring. Der ist aus Metall, der Rest ist aus Holz. Das ist halt die Maserung, also wenn man jetzt nach oben sieht, dann ist die halt so aufgeschnitten. Okay, dann füllen wir den ganzen Bereich mal. Wir nehmen jetzt erst ein Schwarz und machen das einfach so, einfach mal ganz grob. Dass wir hier praktisch eine Farbe, also so einen Grundfarbton reinkriegen. Darauf achten, wenn ihr das jetzt irgendwo drauf habt, wenn man so drüber schraffiert, dann kann das schon schnell passieren, dass man sich die Struktur, die drunter liegt, in das Blatt haut. Es kann sicherlich auch ganz interessant sein, aber muss mal gucken, ob es dazu passt. Also hier bei der Metallstruktur, weiß ich jetzt nicht, die ist ja eigentlich recht gleichmäßig und einfach schlicht schwarz. So, normalerweise würde ich die Zeichnung jetzt drehen. Ich habe die immer, ich drehe die immer recht häufig, muss ich sagen. Jetzt habe ich die festgeklebt, damit ich eben das nicht mache, damit man das besser erkennen kann. Das ist, glaube ich, angenehmer. So, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ob wir dieses Schwarz mit so einem anderen Farbton füllen können. Man kann Schwarz, also ich sag mal Anthrazit, Grau, Schwarz, mit anderen Farbtonen mit anderen Farbtönen mischen. Blau eignet sich zum Beispiel sehr gut, wenn man es unbedingt sehr dunkel haben möchte. Das wird auch in der Drucktechnik so gemacht. Für ein tiefes Schwarz wird immer etwas Blau beigegeben. Das wird dann dunkler. Und wenn man jetzt hier so ein Grün beimischt, dann wird das zwar nicht dunkler, aber es kriegt halt so einen anderen Ton, irgendwie so einen Unterton. Es ist zwar trotzdem noch grau, aber es ist jetzt so ein leichtes Grün-Grau. Wenn man sich diesen Hammer mal anguckt, da sind verschiedene Farben enthalten, auch wenn es schwarz ist, aber ein bisschen reflektiert das immer. Damit wäre das erledigt. Jetzt hätten wir so eine grobe Basis erstellt. Und jetzt können wir im Prinzip, es ist jetzt eigentlich nur noch so ein stumpfes dunkler werden. Jetzt haben wir mal so angucken. Okay, dann ist da so ein leichter Glanz. Dann mache ich jetzt da einen leichten Glanz. Oben ist tief schwarz. Also das erkennt man, ich glaube, so ist es einfach nur schwarz für euch. Ich sehe jetzt hier in diesem Bereich wird es halt heller. Das heißt, ich male das jetzt hier dunkler. Also so.
Und da oben ist es tiefschwarz, also diese Seite. Also dies hier tiefschwarz. Und da oben ist hier so ein leichter, da hinten so ein leichter Schleier. Reflexion. Also hier hinten und hier hinten. Der Rest ist tiefschwarz. Also, das heißt, ich gehe jetzt hierher und gucke erstmal, was für einen Stift ich mir jetzt nehme. Das ist jetzt immer noch nicht schwarz, das ist ein dunkles Grau, Anthrazit. Ich taste mich halt langsam ran. Also je mehr Schichten man übereinander hat, desto weniger von diesen weißen kleinen Lücken gibt es natürlich. Das macht das Ganze dann noch etwas glaubhafter, vor allem wenn man einen Hammer zeichnet, der wirklich ja, schwarz, tiefschwarz sein sollte. Ja, das sieht dann komisch aus mit diesen kleinen weißen Lücken da drauf. So, und damit man jetzt mal einen Unterschied sieht, dass es doch noch schwärzer geht, werde ich jetzt einfach mal mit diesem Schwarz einarbeiten. Also, ist nicht viel, aber ist noch etwas. Und danach ist das Papier gesättigt. Das wäre die schwärzeste Seite. Mann, ich schwitze hier vielleicht. So. Immer gut, wenn man so ein Papier hat, weil die Finger sind mittlerweile auch schwarz. Genau, mit der Schraffur bietet es sich hier an, wenn man jetzt mal so zeichnet, mal so, dabei darauf achten, das werde ich hier gleich noch am Rand machen, wenn ich jetzt mit Fluchtpunkten arbeite, 44 Sekunden, oh, jetzt muss ich die Aufnahme wieder neu starten, so, dann zeichne ich auch in diese Richtung. Hier nicht so, sondern so. Und hier in der Mitte ändert sich das so und da so. Das heißt, die Linien folgen dem nach. So. Oder ich mache eine Diagonalschraffur, aber dann sollte es auch in jedem Bereich diagonal sein. Also hier so und hier so. Und hier würde es sich nicht so anbieten, sondern eher andersrum, dass man immer den kürzeren Weg der Schraffur wählt. Das ist, sieht irgendwie schöner aus. 11 Sekunden. Ja, ich glaube, dann warte ich jetzt eben. Mache ich jetzt einmal Stopp. Und wieder weiter. Eine neue Rutsche. Weiter geht's. Da dann mit dem anderen Grau. Jetzt darauf achten, dass man hier möglichst die Bereiche mit den Kanten, also die, die man eigentlich zeichnen wollen würde, freilässt. Also hier diese weißen Kanten, weil da ist ja im Prinzip keine Kante, sondern da bricht sich ja lediglich das Licht und reflektiert und dann hat man da so einen weißen, eine weiße Kante oder halt keine weiße Kante, sondern eher einen, wie sagt man, eine Schnittstelle zwischen dunkler Fläche und heller Fläche. Das ist es nämlich im Grunde wirklich. Hier hinten ist der helle Bereich, da müssen wir nochmal gucken. Das heißt, bis hierhin geht das. Ich muss mich wieder beeilen, das dauert gleich wieder 100 Minuten. Oh, ich bin so langsam. So, und dann hätte man jetzt hier die Fläche nicht ganz schwarz, aber auch relativ dunkel. Da hinten der Bereich ist etwas heller. Da könnten wir jetzt auch, wenn ich das finde, hier so ein helles Grau noch nehmen, den Bereich damit füllen. Das stellt jetzt die Fläche mit der Spiegelung dar. Diese Rundung hier hinten mache ich jetzt einfach mal dunkel. Das finde ich sieht glaubhafter aus. Unten umrahmt, genau. Das ist eine vernünftige, scharfe Kante wird. Und die restliche Fläche mal eben gucken, vorarbeiten. Dann wieder das helle Grau hin. Ich habe mal geguckt, wie das mit Lichtreflekt aussieht, aber Lichtreflekt, ja genau, Lichtreflex, aber nicht so prall. Lass mal einfach mal so stehen. Jetzt noch den unteren Teil. Hallöchen, da ist meine Freundin gerade nach Hause gekommen. Jetzt kann man die eigentlich auch mal direkt hier hinholen, dann kann sie mal Hallo sagen. Macht sie bestimmt nicht. Obwohl, wenn sie das hört, vielleicht schon. Wer weiß, mal gucken. Wenn nicht, das nächste Mal. Gut, jetzt lassen wir diese hellen Linien etwas verschwinden. Das wäre jetzt so. Dann sieht das doch im Ganzen schon mal ganz nett aus. Das erschien mir gerade so, als ob da oben noch eine Schattenkante wäre. Das wäre das. Hier oben noch den Metallring. Gehen wir einfach nochmal einmal rum. Dann kommt hier in eine Ecke ein bisschen schwarz hin. Der auch. Also das ist jetzt ein Standardring fertig.
Dann lassen wir das mal so. Dann würde ich jetzt nochmal eine Neuaufnahme starten für den Griff und dann, ja, bis zum Griff. So, und da kommt jetzt der Stiel dran. Ich hoffe, es ist jetzt etwas ruhiger. Ich hatte eben mal einen anderen PC noch an. Der hat etwas Lärm gemacht im Hintergrund. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Ich werde jetzt hier auch so einen Basisfarbton festlegen. Das heißt, ich habe mir jetzt hier mal so ein, ja, Sandgelb genommen. Vergleich, das ist jetzt etwas rötlich, aber die Basis ist doch eher gelblich. Da gehen wir jetzt hier einfach mal drüber. Komplett. Weil es keine... Also der Griff ist zwar lackiert, wir könnten jetzt überlegen, gut, ich halte das mal hier ans Licht. Ja, in der Mitte. Komm, vielleicht machen wir hier in der Mitte einfach einen Lichtreflex. Gut, nach dieser wunderschönen Basis, gehen wir jetzt auch nochmal so leicht drüber, würde ich sagen, tasten wir uns langsam nach vorne. Im Prinzip ist es jetzt so, dass die Maserung an sich auf der Maserung etwas holzfarben wird. Das heißt, wenn wir das jetzt hier so machen, dann sollte das schon passen. Das ist jetzt die Frage, sieht das mit einem anderen Braunton besser aus? Hier ist jetzt zum Beispiel etwas mehr Rot mit drin. Ich versuche das mal, man kann das auch unterschiedlich machen, dass man jetzt sagt, okay, wir machen es jetzt hier im Randbereich, da wo es dunkler wird, etwas rötlicher. Und ja, zur Mitte hin gehen wir einfach so weiterhin. Jetzt müssen wir überlegen, okay, zu einer Seite wird das jetzt leicht braun. Das heißt, da wo die Maserung abschließt, in dem Fall hier, gibt es den kleinen Verlauf. Das wäre das. Jetzt ist der Stiel noch sehr gelblich. Jetzt könnten wir nochmal versuchen, dem Holz so ein bisschen so etwas Rot zu geben noch. Das machen wir jetzt hier mit dem Orange. Und so ein Gold ist das, oder? Ne, Ocker. Dann haben wir nämlich möglichst viele Variationen drin, um die Maserung gut darzustellen. So, ich habe hier jetzt noch einen kleinen Schatten drunter gesetzt, damit es glaubhafter ist, dass der Stiel wirklich am Hammer sitzt und dass man weiß, woher das Licht kommt. Und es macht sich plastisch auch ganz gut. So. Jetzt wird der Stiel mindestens rund. In der Mitte noch etwas dunkler. Dadurch heben wir hier noch so ein bisschen diese unterschiedlichen Bereiche hervor. Und dann würde ich mal sagen, trotzdem dreckig geworden. Egal, das passiert. Hier oben genau dasselbe. Ist jetzt eigentlich schlecht, was ich gemacht habe, weil man immer aufpassen muss, wenn man sowas hier zum Beispiel hat, was zu diesem Element gehört. Wenn man da zu viel Zeit vergehen lässt, da reicht einfach schon, ich sage mal, ja, eine halbe Stunde theoretisch, dann hat man vielleicht vergessen, wenn man in diesem Schichtsystem arbeitet, wenn man hier 1000 Buntstifte auf dem Tisch liegen hat, in welcher Reihenfolge und welche Farbe überhaupt da eingesetzt wurden. Das kann dann schon ein bisschen fricklich werden, wenn man das nacharbeiten möchte. Das wäre der Hammer. Jetzt, was gibt es jetzt noch zu sagen? Im Prinzip könnte ich das jetzt so lassen, aber ich dachte mir, ich mache das jetzt mal erst fertig. Ich habe keine Ahnung, wie lange das bisher jetzt dauert, wenn ich das zusammengeschnitten habe. Was gibt es noch zu sagen? Man muss sich gerade bei solchen Objekten überlegen, wie man die am besten und am einfachsten aufs Blatt bekommt. Ich meine, so ein Hammer, da kann ich ja mal eben hier so am Rand reinzeichnen. Da komme ich in den nächsten Videos auch nochmal drauf zu sprechen. Das hat ja so eine gewisse Form. Und diese Form, das hatte ich am Anfang hier gemacht, die muss man erstmal aufs Blatt bringen. Kann ich das hier drauf zeichnen? Seht ihr das? Ich glaube nicht. Also man muss das erstmal wirklich unterteilen, wie man das hier überhaupt haben möchte. Und die Länge und das Ganze und dann halt gucken, okay, in welcher Perspektive überhaupt. Und dann ist es halt auch wichtig, also hier geht es jetzt noch, aber im nächsten, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht an der Kneifzange mache oder irgendwas anderes, wenn ich jetzt hier so einen Hammer habe. Ja, dynamische Zeichnung, naja. Gucken wir im vorderen Abteil, das heißt hier diagonal, ne, Hälfte. Dann hat man hier dieses Loch. Dann muss man gucken, wenn ich das jetzt schraffieren möchte, das hatte ich ja auch schon gesagt, das wollte ich nochmal hier darstellen, dann kann ich das hier in der Ausrichtung machen. Oder ich sage, okay, nicht die lange Seite. Ich kann es natürlich, das ist halt immer so eine Frage, wie sieht es aus, wenn ich das jetzt so mache oder wenn ich so mache. Also man kann das dann auch natürlich ganz unterschiedlich machen.
Dadurch kriegt das ganze Objekt noch mehr Bewegung in sich, je nachdem, ob man jetzt das vielleicht bei so einer Schraffur belässt. So im Ganzen muss man halt immer gucken, dass man aufpasst, dass man hier jetzt nicht zum Beispiel, dass man die jetzt einfach so stumpf durchzeichnet und dann hier hinten so nicht so rauskommt, sondern so leicht schräg. Das wird überhaupt nicht gehen. Also zumindest nicht bei solchen technischen Sachen, bei irgendwelchen organischen Sachen hier, so Finger oder sonst was, da kann man das machen. Da macht das auf jeden Fall Sinn, weil dann ist das einfach so, das hinterfragt keiner. Aber hier ist es ja eine feste, vorgegebene Flucht. Und demnach muss man dann mal gucken, wohin, was gibt ihr eigentlich vor. Dann wäre das. Und jetzt ist es halt die Sache mit dem Stiel noch. Man kann den natürlich sehr verjüngen. Man kann jetzt hier auch so ein dynamisches Ding machen, dass man sagt, okay, man darf hier das Handgelenk liegen lassen. Dass man jetzt sagt, das ist jetzt mitten im Schwung. Das ging natürlich auch. Aber muss man immer sehen, wie es einem am besten passt. So viel jetzt dazu. Was gibt es noch zu sagen, genau mit dem Holz? Genau, wir haben jetzt hier so ein Holzzylinder. Also der Baum wird jetzt so wachsen, so, das ist jetzt so ein Holzzylinder. Also so ein Holzstamm. Dann ist das ja im Prinzip so, dass die Rinde, die geht jetzt hier so außen rum, dann zieht das hier so Kreise und so weiter und so fort. Dann ist das hier drin, da außen so. Wenn ich jetzt hier irgendwas rausschneide, also so wie das, das ist ja jetzt auch nicht rund, sondern mehr so ein Oval, wie man sieht, ja, dann ist das hier natürlich anders zu sehen. Und wenn ich jetzt hier so ein ganzes Stück rausnehme, also jetzt so, dann sehe ich natürlich da die Maserung, da, da und hier am Ansatz. Und da das Stück hier unten ebenfalls aus ist, wird das dann so aussehen. Das heißt, Thema Maserung, da kann man ganz viel mitmachen. Und da werde ich sicherlich nochmal ein besseres Beispiel finden, wo man das auch noch richtig schön zeigen kann. Alleine durch die Maserung ergibt sich dann so eine Tiefe und so eine Plastizität im Objekt, das ist Wahnsinn. Aber gut, so viel dazu. Im Prinzip wäre das und das soweit alles. Genau mit den Linien, das ist ja die Sache, die lässt man halt absichtlich frei. Was war das denn noch? Verdammt, ich hätte nur Stichpunkte machen sollen. Ja, im Grunde war das, glaube ich, jetzt alles. Ja, falls mir doch noch irgendwas einfallen sollte, dann packe ich das einfach mit in das nächste. Wie zeichne ich? Und das wäre dann ein... Mal gucken, sage ich noch nicht. Werdet ihr dann sehen, wenn ihr es seht. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es war alles gut. Vielen Dank fürs Zugucken und ja, macht es gut. Einen schönen Tag euch. Ciao.